Es ist ein Abend voller Gefühle und Emotionen. Bei der TV-Aufzeichnung von Die große Show der Weihnachtslieder sorgt Moderatorin Stefanie Hertel für rührende und vor allem persönliche Momente mit ihren Liebsten. Neben Ehemann Lenny Lenner und Tochter Johanna sind nämlich auch Vater Eberhard und Ex-Mann Stefan samt neuer Freundin mit von der Partie. Doch dazu später mehr. Neben Schlagersängerin Anna-Maria Zimmermann und anderen musikalischen Größen aus der Szene rockt auch die Moderatorin selbst die Bühne. Und das nicht alleine. Begleitet wird die 40-Jährige von ihrem Ehemann und ihrer mittlerweile 18-jährigen Tochter. Gemeinsam haben die drei die Country-Band More Than Words gegründet. Wenig später wird es auf der ohnehin schon kuscheligen Bühne in Suhl dann noch vertrauter, als Stefanie Hertel ihren Vater Eberhard auf die Bühne holt. Eberhard Hertel feiert jahrzehntelang selbst große Erfolge als Sänger und Jodler und hat so auch die Karriere seiner Tochter geprägt. Natürlich darf der Herr Papa an diesem Abend nicht fehlen. Wie innig die Beziehung zwischen den beiden ist, wird hier mehr als deutlich. Familiärer Zusammenhalt wird bei Stefanie großgeschrieben. So überrascht es auch nicht, dass Ex-Mann Stefan Ross ebenfalls vor Ort ist. Gemeinsam mit seiner Freundin Anna-Karina Wojcik gibt der Musiker auf der Bühne ein paar Songs zum Besten. Schön zu sehen, dass auch hier nach Ende der Beziehung von Stefan und Stefanie trotz neuer Partner alle zusammenhalten. Da blieb mit Sicherheit auch bei den Zuschauern vor dem Fernseher kein Auge trocken.